Moin, mein Name ist Nico der Profi und es ist soweit. Die neue Map für Ark, Ark Valguero, ist draußen seit ein paar Minuten, beziehungsweise ihr seht das Video ja am Mittwoch, das heißt, sie ist schon ein paar Stunden draußen. Und wir werden uns einfach mal zusammen die Map jetzt angucken, beziehungsweise ich werde euch auch ein paar Infos raushauen, die ich jetzt gesammelt habe über die Facebook-Gruppe, wo der Ersteller der Map eben auch drin ist und kann euch dementsprechend gut mit Infos versorgen. So, wir sind mal gespawnt. Das erste, was uns passiert, ist erstmal, dass ein Dilo ankommt und uns attackieren will. Es sind irgendwie schon extrem viele Dinos mit dabei hier auf jeden Fall, also gerade hier im Anfangsgebiet. Beziehungsweise, wo sind wir gerade gespawnt? Bei Beach oder bei Boreal Forest? Also es wird nicht wirklich klar, wo wir gerade sind. Egal, wir gucken mal. Also wir werden uns auf jeden Fall ein bisschen angucken, wie die Map so aussieht, ob sie eben, ich wollte gerade sagen, ob sie eben schön aussieht, aber ich habe von allen Seiten eigentlich gehört, dass sie extrem geil sein soll. So, deswegen bin ich etwas gehypt und das ruft auch so ein bisschen nach neuem Content für den Kanal, denn es ist jetzt auch ein neuer Dino draußen, der Deinonychus, und den wird es nur hier auf der Map geben. Das heißt, dazu wird es dann auf jeden Fall nochmal ein 10-Tutorial geben. Ach so, ja klar. Allosaurus, 3 Stück haben wir jetzt auch am Start. Auf jeden Fall werde ich, glaube ich, mal gucken, dass wir jetzt ein bisschen ins Fliegen kommen, damit wir uns das Ganze mal ein bisschen von oben angucken können und vor allem ein bisschen Strecke machen. Und dann werde ich mal die Infos raushauen, die ich gesammelt habe für euch. So, wir sind jetzt absolut zu 100% legit auf einem Wyvern unterwegs. Aber wie sollen wir es anders machen? Auf jeden Fall können wir es ein bisschen fliegen und können das Ganze von oben angucken. Also fangen wir mal an. Das erste, was sehr, sehr schön ist, ist eben eine neue Map für PC, PS4 und Xbox One, und es ist komplett kostenlos. Also wie The Center und Ragnarok. Allerdings ist es so, dass sie jetzt mittlerweile für den PC draußen ist. Für PS4 und Xbox soll es, glaube ich, laut Ersteller noch ein bisschen dauern. Da kommt sie erst im Juli raus. Wir fliegen einfach mal nebenbei so ein bisschen über die Map und ihr guckt euch das Ganze einfach an. Ich schaue mal ein bisschen so auf die Minimap, denn die scheint ein bisschen bunt zu sein. Das ist auf jeden Fall auch schon mal sehr, sehr nice. Und was mir gerade noch einfällt, neuer Content. Wir können natürlich auch Base Locations machen, wo ich auch schon richtig Bock drauf habe. Es soll laut Steam-Beschreibung sollen es viele Orte geben, bei denen man bauen kann, was auch auf jeden Fall sehr, sehr nice ist. Eine weitere wichtige Information ist folgende, und zwar ist die Map zu 100% fertig, wenn sie released wurde, was sie jetzt ist. Das ist sehr, sehr schön. Es ist nicht wie bei Ragnarok, wo man erst nach und nach eben dann die Map vervollständigen kann, sondern sie ist komplett fertig. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, in welche Richtung wir fliegen. Wir fliegen einfach mal ein bisschen und ihr schaut euch das dann an. Könnt ihr so einen kleinen Eindruck auf jeden Fall von der Map verschaffen. Das ist gerade das, was ich irgendwie versuche zu erreichen. Was mir auch wichtig ist, es wird hier einen Multi-Boss-Kampf geben. Das heißt, es werden 3 Bosse gleichzeitig zu bekämpfen sein. Es gibt hier ein riesiges Höhlensystem und dort wird die Brutmutter immer anzutreffen sein. Das heißt, laut meiner Information wird man sie nicht beschwören müssen. So, wir sind mal kurz auf ein Argi umgestiegen. Könnte daran liegen, dass ich eben keine Ausdauer hatte und aus der Luft gefallen bin. Auf jeden Fall fliegen wir mal ein bisschen weiter rum. Und es gibt insgesamt 8 verschiedene Biome auf der Karte. Und dazu gibt es auch verschiedene Klimazonen und Gefahren, die eben lauern können in den verschiedenen Klimazonen, denke ich. So heißt es zumindest auf Steam. Dann kommen wir einmal zur Größe der Karte. Laut Ersteller der Karte soll es sich dabei um eine große handeln, die zwischen Ragnarok und The Island liegt. Das heißt, da werden wir so ein gutes Mittelding haben aus Ragnarok und The Island, zumindest was die Größe angeht. Und da vorne sehe ich so einen kleinen Steg. Ich glaube, da fliegen wir einfach mal hin. Das ist auf jeden Fall interessant zu sehen. Wir haben jetzt hier einen Kampf zwischen einem Megalodon und einem Spino vor uns. Das sieht man also alles hier irgendwie am Anfang, wenn man gerade auf der Map ist. Da vorne ist noch ein zweiter. Ich bin nur gerade zwischengelandet, damit wir einmal die Ausdauer regenerieren können und uns einmal den Steg angucken können. Was es übrigens nicht gibt, was mir jetzt gerade einfällt, weil ich die Ruinen sehe: Es wird auf dieser Map keine Explorer Notes geben. So, dann sind wir einmal hier am Steg. Das ist also eine alte Ruine, die wir hier gefunden haben. Ja. Ich denke, da können wir auch weiterfliegen und uns nochmal ein bisschen mehr angucken und gucken, wo die Karte uns noch so hinführt. Ist auf jeden Fall sehr interessant, sich das einmal so ein bisschen anzugucken. Sieht auf jeden Fall schon mal so auf dem ersten Eindruck sehr, sehr nice aus. Und sieht auch so aus, als könnte man hier schon ganz gut bauen. Hier vorne zum Beispiel sieht es so aus, als wäre da eine schöne Ebene. Muss man halt wissen, ob man direkt neben den Redwood bauen möchte. Aber generell macht das schon einen sehr, sehr coolen Eindruck hier. Generell sollte die Karte ja sehr, sehr vielfältig sein. Ich meine, wir haben 8 verschiedene Biome. Teilweise haben wir die noch gar nicht gesehen auf anderen Maps. Deswegen sollte da auch für die
alteingesessenen Ark-Spieler auf jeden Fall was dabei sein. Kommen wir noch einmal zu dem riesigen Höhlennetzwerk zurück, was ich eben schon angesprochen habe, wo die Brutmutter anzutreffen sein soll. Da ist es auf jeden Fall so, dass wir da eben ein sehr, sehr großes Höhlensystem haben. Da soll es eben auch so einen eigenen Aberration-Graben geben, was denke ich auch sehr cool ist, weil da eben dann verschiedene Dinge von verschiedenen Maps kombiniert werden. Es scheint mir gerade so, als würde hier eben so ein riesiger Fluss das Ganze durchziehen auf der Karte. Das könnte ganz interessant werden fürs Hin- und Herreisen noch. Falls man mal Dinos von A nach B kriegen muss und noch keinen Quetz hat, könnte das auf jeden Fall schon mal eine Alternative sein. Vor uns haben wir jetzt schon mal ein paar Biber, was auf jeden Fall auch schon mal nice ist, das zu wissen. Also ich kann mir auch vorstellen, so ein Ressourcenguide zu Valguero zu machen. Ich denke, das wird ja für viele neu sein, auch wenn die Map natürlich schon länger existiert und jetzt erst zu 100% rauskommt. Aber dennoch könnte das vielleicht auch dann für euch wieder ein hilfreiches Video sein. Ansonsten, was auf Facebook auch häufig gefragt worden ist und was auch vom Ersteller der Map beantwortet wurde, ist folgende Frage: Wird es Rock Drakes geben auf dieser Map? Und die Antwort ist nein. Der gute Nils, also der Ersteller der Map, konnte sich dann mit Wildcard nicht einigen und sie wollten eben nicht, dass Rock Drakes auf die Map kommen. Allerdings ist es so, und das hat er schon angekündigt, wird er dafür sorgen, dass es eben eine Mod bzw. Extension geben wird, die dafür sorgt, dass es eben Rock Drakes auch geben wird auf PC. Da es sich dabei ja allerdings um eine Mod handelt, wird das Ganze dann eben auf PS4 und Xbox One ohne Rock Drakes sein. Bisschen komisch, dass hier unten direkt so ein Bienenhive ist. Es wirkt so, als gehörte der da nicht hin. Aber das ignorieren wir einfach mal. Wir fliegen mal ein bisschen weiter. Ich muss sagen, dass mir auch die Minimap jetzt gefällt. Also jetzt, wo wir sie immer wieder weiter aufdecken, dass sie eben auch schön farbig ist, beziehungsweise sie ist einfach sehr schön koloriert. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Es ist jetzt eine Kleinigkeit und ist jetzt auch kein absolutes Muss, aber feiere ich auf jeden Fall. Hier vor uns sehen wir gerade auf der rechten Seite nochmal ein paar Alos und hier sehen wir auch so Treppen, die von hier hochgehen. Da ist unten schon wieder so ein Bienenalf. Ich glaube nicht, dass der da unbedingt hingehört. Mal sehen, ob der da bleiben wird in der nächsten Zeit. Wirkt ein bisschen komisch, wenn er so weit unten ist. Hier haben wir nochmal ein paar Ruinen und der Alo stürzt ab bei dem Versuch, einen Petri zu töten. Naja, was gibt es noch zu sagen? Die Map gehört jetzt also auch dann zu 100% Wildcard, soweit ich das verstanden habe. Denn sie wurde Deals abgekauft. Er wurde da eben dann sehr gut, so habe ich es rausgelesen, für entlohnt dafür, dass er die Map eben verkauft hat. Und so vom ersten Eindruck her muss man auf jeden Fall sagen, dass er und sein Team, das wird er nicht komplett alleine gemacht haben, sehr, sehr gute Arbeit geleistet haben. Mir gefällt es bis hierhin, der erste Eindruck, richtig, richtig gut. Es ist einfach eine richtig, richtig schöne Karte. Ich hätte auf jeden Fall richtig Bock, die zu spielen. Und es sieht eben auch so aus, als könnte man sich hier lange austoben. Es ist schön weit irgendwie alles. Und ja, wir spielen halt gerade die Island. Und im Vergleich dazu ist das hier halt schon eine ganz, ganz andere Hausnummer. Ich denke, Wildcard wird schon wissen, warum sie eben diese Map gekauft hat und die jetzt auch veröffentlicht hat. Aber auf jeden Fall wird eben dazu Content kommen. Und ich glaube, dann wird man eben auch mehr von der Map sehen. Gerade wenn es darum geht, Base Location zu haben, Ressourcenguides zu haben und. Kann ich mir auf jeden Fall einiges vorstellen. Ich würde auf jeden Fall die Map gerne mal antesten und ausprobieren. Und das ist bestimmt etwas, was man sich mal ins Cluster packen kann. Jetzt sehen wir hier unten auch schon die ersten Mammuts. Hier hinten ist noch so ein riesiges Schneegebiet und das geht wohl auch noch rein. Da war ich mir gerade nicht sicher, ob es da überhaupt reingehen würde. Aber da ist ja der blaue Ark und dann kann man da auf jeden Fall auch rein. Also es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr vielseitige Map, halten wir mal zum Schluss fest. Wir haben 8 verschiedene Biome, verschiedene Gefahren, wir haben ein riesiges Höhlennetzwerk, die Brutmutter läuft frei rum, was halt irgendwie auch ziemlich cool ist, die Idee. Ich verabschiede mich mit dem kleinen Eindruck hier von Valguero und freue mich auf die nächsten Videos auf jeden Fall. Und würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn ihr Bock auf Ark-Content habt, auf Tutorial-Guides und so weiter, gerne den Kanal abonnieren. Ansonsten bis zum nächsten Mal und ciao.